Hallo, lieber Krebs. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven uns anschauen, welche Überraschung erwartet dich. Ja, das kann ja eine große Überraschung sein, eine kleine. Das kommt immer darauf an, was die Karten uns quasi wiedergeben. Ja, bitte bedenke, lieber Krebs, da wir so viele Menschen sind, dass nicht alles mit dir resonieren kann. Ja, das ist klar. Aber du kannst dir dein Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen anhören. Ja, das ist ja auch so, hier kommt oder hier könnte eventuell eine Liebessituation rauskommen, beruflich, finanziell. Ja, wie gesagt, das kommt immer darauf an, was die Karten uns wieder spiegeln. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten, lieber Krebs. Was mir auch wichtig ist bei dieser Legung hier, sie ist zeitlos. Du kannst dir dieses Video quasi dann anschauen, ja, wenn es rauskommt, aber dann auch vergleichen, ja, ob das überhaupt mit deiner Situation dann resoniert hat, ja, und zu schauen, okay, diese Situation ist tatsächlich passiert. So, für dich im Kollektiven, ja. Welche Überraschung erwartet dich? Ja, wie gesagt, das kann hier eine kleine, eine große. Ich habe extra im Titel geschrieben, Little Surprise, ja, weil alltägliche Überraschungen, ja. Man stellt sich gar nicht vor, dass man quasi mit dieser Situation etwas, im Vordergrund bringen kann. Ja, das ist so, du wirst selber quasi dann staunen und sagen, wow, okay, das ist jetzt tatsächlich passiert, ja. Okay, gut, für dich im Kollektiven. Neubeginn, wow, sehr, sehr schön. Guck mal, du befindest dich hier in einer turbulenten Phase. Also aktuell, lieber Krebs, könntest du sagen, oh, ich weiß, das geht gerade nicht so in meinem Leben, das läuft gerade nicht so, ob das Liebe beruflich ist, aber hey, da kommt die Wendung, ja. Du sagst hier, ich kann das mir gar nicht vorstellen, dass ich diesen Neubeginn haben werde in meinem Leben. Oder ich selber, ja, weil du siehst es auch hier numerologisch mit der 3 und 6, das ist die Quersumme von 9. Hier kommt ein Abschluss, du schließt hier einen Zyklus ab, um hier quasi in einen neuen Zyklus anzufangen. Ja, das ist klar, das kommt immer drauf an, wo du dich gerade befindest. Aber das ist wie wenn du in diesen Tunnel reingehst und sagst, ich weiß gar nicht, was auf mich erwartet. Eine tolle Überraschung, ja. Wie gesagt, ist es eine Kleinigkeit, ist es etwas Großes, könnte beruflich in der Liebe sein, wo das auch immer ist, ja. Wir werden jetzt auch gleich mit den Karten sehen. Sehr, sehr schön, ja. Das könnte auch gut sein, du sagst hier, lieber Krebs, ich weiß gar nicht, ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich diesen Neustart haben werde, ja. Also, ich würde hier auch sagen, für dich, lieber Krebs, das ist wie wenn du sagst, mit dem alles, was ich gerade durchmache, kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also ich habe nicht wie sagt man das, wenn du dir l'immagine, wie wenn du sagst, ich sehe es vor meinen Augen, ja, die Vision dafür. Also manche, also ich würde sagen, viele Menschen, ja, nicht nur manche, viele Menschen, ja, die stecken in einer Situation, die gerade wahrscheinlich nicht angenehm ist. Du siehst es auch hier, das ist richtig dunkel. Und dann, wenn das Licht kommt in seinem Leben, ja, dass die Wendung kommt, weil das ist klar, das ist ja auch eine Wendung, ja, wow, dann sind sie wirklich auch schockiert, weil das ist wie wenn du sagst, ich war da und plötzlich befinde ich mich da. So eine Situation bei dir, ja. Also, lieber Krebs, toi, toi, das wünsche ich dir, ja. Okay, machen wir weiter. Ein Augenblick. Ich sehe schon, das war so ein bisschen krumm. Okay, gut. Lieber Krebs, für dich die Orakelkarten, was bringen sie dir, ja? Wo wird diese Überraschung sein? Was sagen sie uns bezüglich dieser Überraschung, ja? Weil wir wollen ja mehr Informationen haben. Uns reicht nur nicht dieser Neubeginn. Neubeginn kann überall sein. Beruflich, Liebe, eine neue Beziehung. Chiarezza. Wow, hier wird Klarheit gebracht. Hier wird Licht gebracht. Was ich gerade eben gesagt habe, weißt du, lieber Krebs, wenn du in einer Situation steckst, ja, in der Klemme, ja, du sagst ja, boah, das ist richtig scheiße auf gut Deutsch gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Situation überwinden kann, ja. Und dann kommt diese Klarheit, du bringst Klarheit. Das könnte gut sein, es kommt jemand auf dich zu, ja, und möchte Klarheit bringen, möchte Licht, ja, in deinem Leben bringen, okay. Also hier könnte das überall sein, ja, aber wir schauen weiter, ja. Ich möchte jetzt noch nichts sagen,
Voreiliges Silenzio. Da, wo ganz leise, es war wirklich leise. Das war irgendwie Stillstand, okay? Keiner hat einen Mucks gesagt in dieser Situation. Das ist wie wenn du sagst, ich habe das Ganze alleine machen müssen, ja? Ich habe mich allein kümmern müssen über diese Situation. Ich war der Einzigste oder die Einzigste, die sich wirklich engagiert, ich hoffe, ich sage das richtig, für diese Situation, ja? Aber die anderen oder diese Person, was es auch immer ist, sie waren leise. Du könntest ja auch sagen, was, weißt du, was mir hier einfällt, lieber Krebs? Kennst du das, wenn du beruflich, ja, mit Arbeitskollegen bist, ja? Und die Arbeitskollegen, das sind solche Menschen, die sich nicht äußern, die immer schlucken, schlucken, ja? Und wenn der Chef kommt, sind sie alle leise, mucksleise, ja? Mucksstille, leise und sagen nichts und du äußerst dich aber und du sagst die Wahrheit und du beschwerst dich, ja? Aber die anderen folgen dir nicht. So eine Situation habe ich hier, ja? Also ich könnte mir hier auch vorstellen, dass die Wendung kommt, ja, dass du hier auch diese Anerkennung haben wirst. Siehst du, du wirst dich hier wirklich anstrengen, ja. Du wirst hier sagen selbst, wenn ich nicht etwas tue, dann wird auch nichts kommen. Das ist klar. Lieber Krebs, das Universum schickt uns wirklich alle Hilfen, ja. Alles, was er kann. Aber tatsächlich liegt es in deiner Hand, ob du dich jetzt hier anstrengst, okay? Wenn du hier diese Situation managen willst, dann sollte man sich hier wirklich anstrengen. Das kann aber auch gut sein, dass es diese Person gegenüber von dir, die sich genauso jetzt anstrengt, ja, für diese Situation. Okay? Sie sieht es ein, ja, dass diese Situation nur entstehen kann, wenn ich mich auch dran beteilige, ja? Das ist diese Wendung. Hier ist dieses Riskieren, ja? Das ist wie wenn das Universum sagt, lieber Krebs, riskiere jetzt, mach das jetzt, wage es, habe keine Angst, okay? Denn du bist im Richtigen. Du könntest hier sagen, hey, ich lasse oder ich verlasse jetzt hier meine Komfortzone, ja, um hier irgendwie etwas anderes aufzubauen, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, ja. Lieber Krebs, du erweiterst dich hier. So, lieber Krebs, kurze Unterbrechung, ja. Jetzt fängt wieder an, mein Handy rumzuspinnen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Das ist wie wenn du sagst, ich weiß ganz genau, dass ich mich hier anstrengen soll. Nur wenn ich mich anstrenge, schaffe ich das. Schaffe ich diese Situation. Und auch wenn ich jetzt gerade alles riskiere, mein Arbeitsplatz oder, weißt du, du sagst, ich riskiere hier auch meine Persönlichkeit, weil ich mich äußere. Weil das könnte ja auch eine berufliche Situation sein, indem du sagst, okay, ich bin der Einzigste, der sich hier beschwert. Ich bin der Einzigste, das hier quasi Klartext sagt, die Wahrheit sich äußert, ja, und die anderen sind alle still. In der Hinsicht, alle schauen zu, aber du beschwerst dich hier, verstehst du? Das könnte auch gut sein, du sagst hier, hey, beruflich investiere ich mit meinem Geld in irgendeiner Situation. Aber ich weiß, dass wenn ich richtig riskiere, ja, dass ich hier das Geld einsetze, auch später das ernten kann, ja. Also wir haben hier auch eine Situation sehr stark, die beruflich sein kann, ja. Du könntest eventuell auch sagen in der Liebe, ja, dass man in der Liebe halt vielleicht auch mal riskieren sollte. Ich weiß jetzt nicht, könnte das dein Gegenüberliegender sein, das vielleicht auch gemerkt hat, ja, dass man im Leben, ja, nicht alles leicht bekommt. Das ist klar, das fällt nichts vom Himmel. Das Universum gibt dir quasi Hilfe, ja, aber letztendlich solltest du hier agieren. Du bist hier der Kreator, ja, und wenn du hier nichts tust, kommt auch gar nichts, ja. Deswegen sage ich ja, ich vermute ganz stark mit deiner eigenen Hilfe, mit deiner eigenen Kräfte, lieber Krebs. Es ist wie wenn du sagst, hey, ich brauche niemanden zu bedanken, weil ich das alles selber kreiert habe, ja. Diesen Neustart. Du könntest auch sagen, boah, gerade geht es mir finanziell scheiße, ja. Ich sehe gar keine gute Investitionen oder Situation, ja, dass ich jetzt quasi hier einen Gewinn haben kann. Aber ich glaube, dass ich später, verstehst du, in diesem Tunnel, ich gehe vorbei und gehe Richtung das Licht, okay? Und da kommt dieses Triumph, diese Anerkennung. Auch wenn du jetzt sagst, beruflich, ja, ich bin der Einzigste, der sich hier äußert, ich bin der Einzigste, der sich hier anstrengt, ja, um etwas zu ändern am Arbeitsplatz. Weißt du, es ist so, zurzeit passiert auch sehr viel am Arbeitsplatz, ja. Das wird immer alles anders. Und
viele Menschen schlucken, viele Menschen äußern sich nicht. Ja? Da braucht man Attributen, die Wahrheit zu sagen den Menschen. Weil es ist so, wir sind ja an einem Punkt angekommen, an dem wir wie Maschinen sind. Wirklich wie Maschinen. Ja? Du bist auf Kommando, du musst das, das und das machen. Und es gibt aber Menschen, so wie du, lieber Krebs, ja, das ist hier ein Kompliment, die sich äußern, die hier seine Zähne zeigen, ja, obwohl du ein gutmütiger Mensch bist, ja, das hat aber damit nichts zu tun, weil du kennst auch deine Grenzen, du sagst ja, hey, ich streng mich genug an, okay, aber ich sehe hier nicht meine Part, wo ist denn hier mein Vorteil an dieser Situation, ja, also hier haben wir mehrere, entweder bist du hier selbstständig, du riskierst gerade etwas in deiner Selbstständigkeit und hier kommt dann diese tolle Überraschung, ja, dass du hier einen Gewinn erzielen kannst. Das könnte hier aber auch diese Situation sein, du bist irgendwo in einer Firma und du versuchst hier etwas zu ändern, da wo alle still sind, verstehst du? Oder das könnte hier auch eine Beziehung sein. Beziehung, ich sag mal so, das kann schon gut sein, ja, aber ich würde eher jetzt mal tendieren beruflich, ja, und finanziell. Aber wir sehen dann auch hier, was die anderen Karten uns dazu sagen, ja. Okay. Also ich könnte mir hier vorstellen, dass deine Überraschung eher beruflich, finanziell sehr viel zu tun hat, ja? Das ist ja auch wichtig, lieber Krebs, ja? Wenn man hier sich auch äußert, dass man hier auch riskiert, ja? Man riskiert ja mit Geld. Geld ist Energie, das ist auch klar. Aber das machst du schon richtig. Du bist schon auf dem richtigen, wie sagt man das, auf den richtigen Weg. Du machst hier nichts Falsches, ja? Campagna, Gita, okay. Diese Situation, die du dann erleben wirst, könnte auch zu tun haben, indem du sagst, ich reise. Das hat ja auch mit einer Reise zu tun. Entweder ist es so, dass du hier irgendwie eine Reise planst, okay? Dass du vielleicht hier irgendwo wegfährst. Auch nur Urlaub könnte es sein, ja? Das ist klar, das setzt du jetzt um. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil das kann ja auch gut sein, das hat jetzt hier mit deiner geschäftlichen Situation, ja? Dass du sagst, ich erweitere mich auch im Ausland. Ich bringe meine Produkte im Ausland, ja? Da habe ich gute Chancen, einen Gewinn zu erzielen. Vittoria More, wow! Lieber Krebs, ich bin ja auch selber, ja, nach dem Vedischen auch Krebs. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist klar, wenn man selber, okay, etwas auf die Beine stellt, dann ist man auch selber stolz, ja, weil man fängt von null an und man sieht, wie gut man ist und anstrengen und Sacrifice, wie sagt man das auf Deutsch? Man bringt Opfern. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber das ist wie wenn du dich jeden Tag, verstehst du, jeden Tag deine Ärmel hochkrempelst und sagst, das habe ich alles alleine geschafft, da habe ich investiert und da kommt La Victoria, triumphieren in der Liebe, in Arbeit, also Karriere, Karriere, okay? Beruflich, finanziell, wow, sehr, sehr schön. Du hast hier überall schöne Karten. Hier ist auch so eine Situation, ja, in dem du hier auch alleine sein könntest, ja? Und dass du auch sagst, okay, dieses Alleinsein habe ich auch satt. Ich brauche jetzt auch jemanden neben mir, falls du jetzt alleine bist, okay? Wenn du nicht alleine bist, tut es dir auch mal gut, okay, in Solitudine, allein zu sein, um zu reflektieren, weil allein zu sein, das ist wirklich eine große Herausforderung, dass man, wenn man zu zweit ist, das ist leicht getan und gesagt, aber wenn man alleine ist, sollte man zurechtkommen, ja, man sollte wirklich auch schauen, ja, wie komme ich denn alleine zurecht? Was fehlt mir denn? Und dann wird man auch irgendwie konfrontiert, ja, mit seinen innerlichen Konflikten. Und ich würde hier sagen, falls du in einer Beziehung bist, tut es dir auch mal gut, ja, allein zu sein, zu reflektieren, ja, alles, was du in dir hast, rauszuholen, okay, in dieser Situation. Aber falls du jetzt sagst, ich bin sehr, sehr lange alleine, dann ist es auch mal die Zeit gekommen, dass du wahrscheinlich hier aber auch jemand kennenlernen kannst, weil du hast ja den Triumph. Und dieser Triumph ist nicht nur in der Karriere, ist auch in der Liebe, ja? Du hast hier Top-Karten, also das wünsche ich dir von Herzen. Giovane, Giovanetta, Bionda, Simpatia. Okay, du könntest hier jemand kennengelernt haben oder du wirst jemand kennenlernen. Das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Es geht hier um eine blonde Dame. Dunkelblond, würde ich hier sagen. Sehr sympathisch, ja?
sie türmt dich sehr an, okay? Falls du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, dann ist es ja deine Energie. Könnte deine Energie sein. Oder diese Situation hat ja auch mit jemand anderem zu tun. Weil hier wird eine Person dargestellt. Ja, diese Karten sind fantastisch. Die stellen ja auch Personen dar, das ist klar. Das ist hier auch, ach, der Kelche, ja? Dass man hier sagt, okay, ich versuche hier eine Situation zu verlassen. Ja, ich gehe hier nach den traditionellen, okay? Tarotkarten, aber die sind nicht traditionell. Das hat eine ganz andere Bedeutung. Aber ach, der Kelche, du weißt ganz genau, das ist eine Karte, in dem du sagst, ich habe genug gegeben, okay? Und auf mich erwartet oder draußen erwartet mich eine neue Situation, etwas Besseres. Und da hat jetzt diese Dame etwas zu tun. Ich weiß jetzt nicht, eine Tochter, vielleicht ist es eine Freundin. Die Situation hat auch mit dieser Dame zu tun, ja? Wenn du jetzt ein Mann bist, das ist klar. Für dich ist es sehr einfacher und simpel. Das kann ja auch eine Kennenlernphase sein. Das kann ja aber auch eine Schwester sein, ja? Die dir sehr nahe steht, ja? Und dir auch behilflich war in deiner Situation, was du hier auch immer für eine Situation gehabt hast, ja? Weil das ist hier aktuell, würde ich sagen. Okay. Gut, lieber Krebs, wie gesagt, du hast hier diesen Triumph. Ich sag ja, du hast hier nicht umsonst, okay? Du hast hier nicht umsonst gekämpft. Du hast hier nicht umsonst, ja, dich, wie sagt man das? Facci valere. Oh, ich kann das nicht auf Deutsch sagen. Weißt du, wenn du wirklich dich beweisen tust in der Welt, ja, und sagst, guck mal, das kann ich, ja, und das habe ich alles geschafft, ja, mit meinen eigenen Kräften. Wow, sehr, sehr schön, ja. Okay, mit unseren Sternzeichenkarten, unser Ritual ist es geworden, ja. Mit welchen Sternzeichen wirst du zu tun haben demnächst? Ja, das könnten hier aber auch dein Aszendent, Mond- oder Venus-Sternzeichen sein. Guck mal, da hat sich schon Krebs zu Krebs, also quasi du, ja, selber hier. Falls du jetzt sagst, ja, das stimmt, ich habe nochmal eine Person, die Krebs ist, Löwe. Du kannst aber auch sagen, hey, das passt gar nicht zu mir, das ist jetzt gar nicht hier. Das sind Sternzeichen, die mir nichts sagen. Neptuno, Fische und zu guten Letzt Waage, okay? Also wie gesagt, du hast hier eine schöne Situation, eine Überraschung, die sich in Guten wendet. Das ist wie wenn du sagst, nach dem, was ich mich angestrengt habe, ja, kommt diese Belohnung. Du erntest, verstehst du? Lieber Krebs, das, was du an Samen gelegt hast, das ist fantastisch, ja. Das ist immer so. Das Universum bezahlt dich mit der gleichen Münze. Und bei dir ist es hier aber wirklich so. Das ist klar, ich kann dir jetzt die Karten nicht negativ reden, wenn sie positiv sind und gerade andersrum. Die sind hier positiv, ja. Und hier kommt wirklich dieses Triumphieren, ja. Setze es um, wenn du das umsetzen kannst, ja. Irgendwie in einer nahen Zukunft. Wenn nicht, dann lässt du es auch gut sein, ja. Okay, lieber Krebs, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, ja, in meinem Kleinen. Ich wünsche dir natürlicherweise alles, alles Gute, ja, in der Zeit hinaus. Was mich auch freuen würde, ist einen netten Kommentar, ja, wenn du diese Resonanz dann quasi umsetzen kannst. Einen Daumen nach oben, ja. Und wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir ans Herzen, lieber Krebs, dann kann ich besser deine Energie lesen. Denn du bist dann quasi auch Teil dieser Community, ja? Okay, mach's gut, lieber Krebs. Ciao!